Schade. Wildschwein. Wildschwein, muss ich sagen, sind gefährlich, sind nicht schön, sind nicht angenehm. Also gar nicht angenehm. Naja, gar nicht gut. Ah, deswegen. Gar nicht gut. Noch viel dober. Das betrifft da ja auch. Okay, dann. Wir wollen ja was zu futtern haben. Gucken mal, ob wir das trotzdem kriegen. Boah, wie easy. Ich mache mir hier halb in die Hose und denk sonst was. Nur ein Schuss und das Ding ist kaputt. Na gut. Dann nehmen wir das mal mit. Meins. Haben wir ja gleich nochmal, also haben wir doppelt Fleisch gleich. Vielleicht kommen wir ja hier einfacher rein. Naja, einfacher ist immer relativ zu sehen. War ich doch ein Ticken zu laut. Anschleichen ist halt nicht mehr. Nimm dies. Und hier noch eine Schelle. Ha. Du kannst ja nichts ab. Sowas. Coole Klamotte wäre auch noch mal cool. Oder eine andere coole Waffe oder so. Ah. Da war ich zu laut. Willst du auch noch einen übergebraten kriegen? Kannst du haben. So, hast du jetzt davon. Au! Sag mal, du warst doch schon tot. Bist du von den Toten auferstanden? Nee, neue Troller. Sowas. Nicht mal in Ruhe looten kann man hier. Naja, immerhin Steak. Ist ja auch mal was. Da geht es wahrscheinlich runter. Ja, machen wir nachher. Erstmal noch schnell Bad. Das scrappen wir mal. Das packen wir weg. Das essen wir, weil wir eh schon wieder Hunger haben. Trinken wir auch noch was. Wo ist denn jetzt hier das Glas da? Das sieht mir hier nach dem Raum mit dem fast halbwegs coolen Stuff aus. Das war jetzt nur eine Skibrille und keine Lootbrille. Schade. Na, ist doch bestimmt links oder rechts einer. Nee, doch nicht. Na gut. Ausnahmsweise mal nix hier, wo ich sag, bam. Das ist da hinten der Eingang, der Hauseingang. Dann gehen wir doch noch mal schnell runter. Bah. So, beeil dich, dann kann ich zumachen. Bin ich hier wieder auf engem Raum hier die zig Zombies haben. So. Ja. Hey.
Nimm dies. Geh kaputt. So, Ruhe jetzt hier. Ich will looten. Coolen Stuff kriegen hier. Na. Wo sind die Millionen? Ist auch geil, in der Portemonnaie eine Dose zu futtern. Das ist echt logisch. Nudelholz ist nur schwer und sonst nix. Hier ist nochmal eine halbwegs versteckte Kiste. So, das war es hier auf der Seite. Dann, ja, könnte ich jetzt hier die Ressourcen mitnehmen oder Brennholz mitnehmen. Also einiges an Brennholz mitnehmen. Hier fällt man dann rein. Wird von den paar Zombies empfangen. Ich weiß gar nicht, bringt mir das was außer Brennholz? Eigentlich nicht so wirklich. Versteckt ist hier eigentlich nichts. Aber ich kann da mal gucken. Manchmal ist ja doch dahinter eine Kiste oder so. Tatsächlich diesmal nicht. Na gut. Dann Papier brauche ich noch. Frage mich nicht warum, war aber gerade eine Eingebung. Dann geht's jetzt die Leiter nach oben. Zu den anderen, die mich da schon erwarten werden. Nämlich da. Es ist so krass. Einen Zentimeter bewegt und schon. Aber hey, ich kann gleich einen rostigen Revolver herstellen. Oh, zwei Rezepte, die ich schon habe. Perfekt. 150 Forschungsdaten sind mir eventuell sicher. Und das war's schon. Ah. Da ist das Zeug. Nummer 1. Nummer 2. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Könnte aber sein, da das nur ein kleines Haus ist. Ja. Sieht gut aus. Ein Eisenpfeil, noch ein Eisenpfeil. Perfekt. Da es ein Questhaus ist, kann ich das gleich nochmal looten. Finde ich toll. Den nehmen wir mit. Und die kloppen wir einmal auf. So, schauen wir mal, was da Schönes drin ist. Oh, cool. Öl. Oh, toll. Supi. So, jetzt gucken wir mal, weil dann muss ich nicht so viele rostigen Revolver. Das ist jetzt eigentlich nicht... Okay, das habe ich schon gelesen. Also die kann ich in dem Fall zerlegen. Das kann ich benutzen und einmal zerlegen. Den kann ich... Der müsste eigentlich auch schlechter sein. Ja, den kann ich zerlegen. Öl, ist das jetzt so? Oh, rostiger Revolver. Ja, ich meine, ich hatte schon das Rezept für eine Pistole. Weil wenn ich das habe, dann wäre das natürlich weitaus cooler. So, ich habe ja schon wieder Hunger, dann kann ich das auch mal essen. Zack. Öl. Finde ich einfach noch genug, glaube ich. Zerlege ich jetzt auch mal, damit wir mit den Stationen weiter vorankommen. Man muss ja auch mal Prioritäten setzen hier, nicht? Hier wäre ich jetzt eigentlich durch. Ich könnte mir jetzt natürlich wieder diese hier mitnehmen. Mache ich eigentlich jetzt mal auch. Kann ich die vielleicht perspektivisch durch die anderen irgendwann mal ersetzen. Und hier geht's eigentlich runter. Genau. Dann fangen wir nochmal an. Wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Das brauchen wir auch.
Eins können wir in jedem Fall davon schon machen. Und ich würde mal sagen, auf geht's. Zack. Habe ich vorhin das Bücherregal nicht gelesen. Das ist ja doof. Naja, ist jetzt auch nichts drin. Gut, so, da waren ja, haben wir gesehen, Schweinchen. Schweini. Das heißt, wenn man da reingeht, wirst du direkt umgenietet. Das machen wir nicht. Jetzt müsste ich ja gerne mal wissen, gehörst du auch dazu? Nee, du nicht. Drin bleiben, ja. Rostiges fast nicht. Pieks. Da keiner drin. Na gut. Öffnen kann ich das auch nicht. Nicht schlimm. Kann ich auch nichts dran ändern. Die könnte ich gar nichts mitmachen. Boah, bis der da ist. So, Schweini, Schweini ist da. Das war ja echt easy. Dumm. Ein Schweinchen erliegt. So, gehen wir wieder den Weg. Der war doch eigentlich ganz okay. Das Haus und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Und dann kann ich die nächsten Stationen bauen. Ah, schon wieder gepennt. Hätte ich so umnieten können. Egal. Das passiert, wenn man Zeitdruck hat. Da muss ich, glaube ich, eh alle umnieten, ne? Soll wohl. Jetzt kommt der Krabbelfuzzi hier von hinten, ne? Ach, guck, du bist sogar schon da. Na komm. Ja, ja, und jetzt steige ich hier rauf und dann knallt es mir von unten eine. Siehst du, war ja so klar. Oh, los, das Ding, ich habe keine Zeit jetzt auf dich hier zu warten. Ja, entweder kommst du oder kommst halt nicht. So, ich mach die Tür zu, kannst du mich mal. So, da war einer. Warum ist das schon so dunkel hier? So. Auf jeden Fall der Keller. Da brauchst du dich gar nicht zu beschweren da hinten. Der ist halt eher angekommen. Bist du jetzt wenigstens da? Immer noch nicht. Macht nur Lärm. Wegen nix. Da ist er. Wenn ich jetzt fies bin und mich hier hinstelle, geht die dann kaputt. Aber ich glaube, das dauert mir zu lange. Oh, hat die mich echt getroffen. Süß. Und dies. So, hast du jetzt davon. Ich hätte coole Klamotten bitte gerne. Nicht so einen langweiligen Kram. Naja, nee, Zeug. Vielleicht kann ich mit der nicht coole Sachen. Naja, Stiefel. Nicht so wichtig, so. Den da noch und das Waschbecken. Medizinschrank ist immer wichtig. Keller muss ich gleich noch machen. Das war nur, weil ich das Teil da erwischt habe. Eine Sonnenbrille. Naja, Mensch. Sie sieht wenigstens cool aus. Du bist
wäre hier ein bisschen zu nah, ne? Also, und auch irgendwie unter der Gürtellinie. Ey. So haben wir ja hier nicht gebettet. Und der da unten macht immer noch Terz. Herrlich. Wir hatten ja hier noch ein paar Freunde. Zwei an der Zahl. Einer. Der andere wird andere Seite liegen. Ja. So. Hätten wir das auch erledigt. Haben sogar noch ein Rezept, was wir scrappen können, weil so toll ist die Einertasche jetzt auch nicht. Naja. Gucken wir uns nachher mal in Ruhe an. So, ich muss auf jeden Fall noch mal runter in den Keller. Jetzt gehe ich hier eigentlich im Grunde runter zu meinem, der hier immer noch Stress macht. Nee, Küche. Küche, Keller. Wallo. Ja, ja, ja. So, wo stehen sie denn? Ja, ja, ja. Das ist die nächste Trulla. Es waren da vorhin viel mehr Leute. Sag doch mal deinem Kumpel, dass es jetzt hier mal gut ist. Jetzt aber überschaubar im Vergleich zu vorher. Naja, Dietrich da ist immer gut. Und ich bin natürlich überladen. Wer hätte es gedacht? Keine allzu große Überraschung, oder Leute? Blaubeersamen. Ja, so. Oh. Das hat mir jetzt aber hier den letzten Rest gegeben. So, dann würde ich mal sagen, ab nach Hause. Wir haben auch schon wieder gleich 19 Uhr. Wo bist du denn? Ah! Krieg ich dich noch? Haha. Edgy Badge. Ab nach Hause. Den nehmen wir noch mit. Ja, ist auch nur Titanschrott. Das wiegt ja gar nichts. Und ich muss ja auch meine Fähigkeiten skillen, nicht? So, noch ein Stück, noch ein bisschen. Aber ich schaffe es diesmal pünktlich nach Hause. Ist doch auch mal was. Hat man ja auch nicht immer, nicht? Dann findet man hier noch was. Und da noch. Und hier noch mal. Aber bisher, finde ich, schlage ich mich ganz gut. Könnte schlimmer sein. Aber es gibt auch einfach nicht so schöne Sachen hier zum Looten, muss ich ja auch mal so sagen, ne? So, braucht man ja auch diesen Gammelgedöns. Dann haben wir es ja jetzt auch gleich. 20 Uhr. Ich bin ja schon fast so früh. Vielleicht sollte ich noch mehr looten gehen. Ach, guck. Da kann ich ja direkt noch was pflanzen hier. Pflanzen wir mal hier ein Bäumchen. Brennholz. Das gibt mir jetzt wahrscheinlich den letzten Rest gerade. Ja. War vielleicht nicht die schlauste Entscheidung. Aber hey, Athletik. Ich bin jetzt auch gestiegen. Was ist denn hier das Schwerste? Komme ich überhaupt da hoch? So, schnell mal eben einlagern. Dann kann ich noch den letzten Rest hier holen. Und dann war es das auch für heute. Stoff.
kommt damit hin. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge Let's Play Undead Legacy. Bis zum nächsten Mal. Eure Bora.